Willkommen zu einem neuen Beitrag. Liebe Mythengemeinde, heute widme ich mich einem Thema, das mir von zwei Mitgliedern der Mythengemeinde vorgeschlagen wurde, leider ohne Vermerk, ob ich den Namen nennen darf oder nicht. Wenn ihr Themenvorschläge habt oder Vorschläge für die Mystery Kurzmeldungen, dann schreibt an die eingeblendete E-Mail-Adresse mmkurzinfo@yahoo.com. Und vermerkt bitte darunter, ob euer Name genannt werden soll oder nicht. Und damit ist dann der YouTube-Name gemeint, den ihr für euren Account benutzt. Wir begeben uns jetzt in einen finsteren Wald in Spanien. Meine Lieben, es geht heute um den Bosque de Orios. Das ist ein Waldgebiet in Spanien. Es sollen dort merkwürdige Dinge passieren und es gibt dort auch Merkwürdiges zu sehen. Und dieser Wald, der lockt allerlei Leute an, die dort ihre Forschungen betreiben. Es sind zum einen Geisterjäger, zum anderen Ufologen und dann eben Leute, die sich mit dem plötzlichen Verschwinden von Menschen befassen. Und angeblich mehr oder weniger über Nacht sollen dort plötzlich einige Dinge gestanden haben, von denen augenscheinlich niemand weiß, wo sie herkommen. Aber der Reihe nach. Dieser Wald, der gilt schon sehr lange als mysteriöser Ort. Er gilt als verflucht oder verzaubert, je nachdem, wie man es auslegen möchte. Ich denke, das hat sicher damit zu tun, dass dieser Wald so eine merkwürdige Erscheinung hat. Es gibt dort öfter einmal Nebel und in diesem Nebel, da wirkt das Ganze eben etwas unheimlich. Und so hat sich dann über die Zeit hinweg dort eine Legende gebildet, eine Legende von Zwergen und Gnomen, die in diesem Wald hausen sollen. Das ist natürlich jetzt so eine Volkssage und nichts, woran heute die Leute dort wirklich glauben. Dieser Wald ist voll mit seltsam geformten Steinen. Das trägt sicher dazu bei, dass man sich erzählt, dieser Wald sei verwunschen oder verflucht oder sowas in der Richtung. Wobei, wenn ihr hier einmal schaut, das ist die Bunt-Sandstein-Route in der Eifel, dort bin ich öfter einmal zum Wandern unterwegs in dieser Gegend. Oder hier die Katzensteine, ebenfalls in der Eifel, dort ist man auch ständig von solchem Gestein umgeben. Das ist sogenannter Bunt-Sandstein und der sieht so aus, weil er früher unter dem Meer lag. Und dann später wurde er eben durch Wind und Wetter weiter geformt. Also dieses Gestein ist also nichts Besonderes in diesem Wald. Aber was richtig ist, wenn man in einer Gegend wandert, wo man von solchen Felsen und so einem Gestein umgeben ist, das hat schon eine ganz besondere Stimmung. Aber diese Steine sind eben auch nur ein Teil dessen, was man sich über diesen Wald so an merkwürdigen Dingen berichtet. Viel merkwürdiger ist das, was dort praktisch über Nacht gestanden haben soll. Und dabei handelt es sich um diese Figuren hier und die sind in Stein gemeißelt oder aus großen Steinplatten zusammengesetzt. Und angeblich weiß niemand, woher diese Steine, diese Figuren kommen. Eines Morgens sollen sie dort in diesem Wald verteilt gestanden haben. Es gibt da verschiedene Theorien zu, woher sie stammen. Es wird darüber gesprochen, dass eine Gruppe von Künstlern sich an diesen Steinen zu schaffen gemacht hätte und das Ganze dann eben sehr schnell alles erstellt hätte. Aber es gibt eben auch andere Theorien und die hängen damit zusammen, was man sich über diesen Wald erzählt. Denn angeblich soll es dort Übergänge in eine Parallelwelt geben, beziehungsweise in die unterirdische Welt von Gnomen und Zwergen. Und einer der Eingänge dorthin, das soll dieser Felsen sein, in dem sich eine kleine Höhle befindet. Dieser Stein, der soll zum einen Gnomen und Zwergen als Versteck dienen, wenn sie Gefahr wittern, und zum anderen eben ein Übergang in deren Welt sein. Natürlich ist diese kleine Höhle kein Eingang zu einem unterirdischen Stollen oder so etwas in dieser Richtung. Es soll so sein, dass wenn man sich darin befindet, man eine Art Zauberspruch oder Ritual oder so etwas vollziehen muss, damit sich dieser Eingang öffnet. Das natürlich auch nur im übertragenen Sinne, denn laut der Sage soll es so sein, dass man dann sozusagen in diese Welt hineinversetzt wird. Also da öffnet sich nicht wirklich irgendetwas, wo man dann hineingehen kann, sondern man wird sozusagen, ich sag mal, gebeamt. Diese Steinstatuen, die man hier sieht, wobei die Rechte ja schon sehr diesen Figuren auf den Osterinseln ähnlich sieht, die sollen jedenfalls aus dieser parallelen Welt dorthin geschafft worden sein. Und zwar als Wächter über den Eingang in die andere Welt. So jedenfalls eine Theorie oder eine Erzählung aus dieser Gegend.
Auf einigen Felsen, da findet man so eine Art Gravur. Das sind zum Teil Kreuze. Und da gibt es die Geschichte, dass in diesem Wald einmal ein Räuberhauptmann mit seiner Bande gelebt hat und für jeden, den er dort überfiel und um die Ecke gebracht hätte, hätte er dann so ein Kreuz in den Stein gemacht. Angeblich sei der Autor von Don Quixote diesem Räuberhauptmann damals begegnet und der hat ihn dann leben lassen und dafür hat der Autor ihn dann in seinen Roman mit verarbeitet. Ja, und dann gibt es noch die Erzählung darüber, dass dort Menschen verschwinden sollen. Darunter soll dann auch ein zuständiger Förster gewesen sein, der diesen Wald betreut. Eine genaue Anzahl oder so etwas, die gibt es nicht. Es sollen dort jedenfalls Menschen verschwunden sein. Die sind dann einfach in diesen Wald rein zum Spazieren oder wie auch immer und dann waren sie weg. Und trotz größerer Suchaktionen hätte man sie dann nicht wiedergefunden. Nun darf man diesen Wald nicht mit einem Nationalpark in den USA verwechseln. Dieses Waldgebiet, das ist an der breitesten Stelle 3 Kilometer breit und in der Länge sind es ungefähr 5 Kilometer. An der Ostseite, da hat es so einen, naja, ich nenne es mal Hügelzug, weil das sind so Erhebungen, die sind so um die 200 Meter hoch, also nichts, was einen da irgendwie zum Wandern abschrecken könnte. Hinzu kommt, dass da auch noch eine Ortschaft in der Mitte liegt, also das ist jetzt wirklich keine verlassene Gegend dort und da ist man mit dem Wandern in 2 Stunden durch. Also, dass sich dort jemand verläuft, ohne irgendwie auf eine Ortschaft oder eine Straße zu treffen, das ist da relativ unmöglich und es ist, glaube ich, auch kaum möglich, dort jemanden zu suchen und dann nicht zu finden. Aber diese Menschen sollen eben verschwunden sein. Also habe ich mich mal auf die Suche gemacht, ob ich irgendeinen Hinweis darauf finde, dass dort Menschen verschwinden. Auf Deutsch findet man da sehr, sehr wenig und auf spanischen Seiten, da findet man eben das, was ich hier in diesem Video erzählt habe. Es gibt keinerlei Informationen darüber, ob dort wirklich Menschen verschwunden sind und wenn, wer und wann es war. Also das existiert alles gar nicht. Aber es existiert etwas anderes und ich glaube, da liegt dann, wie man so sagt, des Pudels Kern. Warum auch immer ein Pudel einen Kern haben sollte. Jedenfalls ist es so, dass alles, was man auf Deutsch findet, auf eine einzige Quelle verweist. Zu der komme ich gleich vorher noch etwas anderes. Für diejenigen von euch, für die Frischluftzufuhr bedeutet, dass sich auf ihrem PC Windows öffnet, kleiner Witz, hier auf dem Bild, da seht ihr eine Wegmarkierung eines Wanderwegs. Das ist der Bosque de Orios Encantado Wanderweg, so ähnlich jedenfalls heißt er. Der ist noch relativ neu, ungefähr 2,5 Jahre alt. Dieser Wald, der liegt in einer Wandergegend dort in Katalonien, aber nun ist Spanien ja nicht unbedingt das Wanderland Numero 1. Diese ganze Gegend, die liegt aber nur 50 Autominuten von Barcelona entfernt. Und da ist ja dann schon wesentlich mehr in puncto Tourismus los. Die Frage ist jetzt natürlich, wie bekommt man die Touristen aus Barcelona in diese Gegend? Da muss man sich schon etwas einfallen lassen, zum Beispiel Steinfiguren, die auf rätselhafte Weise über Nacht aufgetaucht sein sollen. Dazu eine alte Sage, die dort tatsächlich existierte, dass in diesem Wald eben Zwerge und Gnome unterwegs gewesen sein sollen. Dann lässt man vielleicht noch ein paar Menschen auf seltsame Weise verschwinden und eröffnet einen Wanderweg, der durch diese ganze Szenerie führt. Und dann veröffentlicht man das Ganze auf so einer Seite wie Travelbook, da wo Leute ihren Urlaub buchen oder sich Ziele für den Urlaub aussuchen oder wenn man in Urlaub ist, Ziele für Unternehmungen in der Umgebung. Wenn ich etwas gesucht habe auf Deutsch, dann endete das immer mit dem Verweis auf Travelbook. Auf spanischen Seiten, da habe ich dann diese Geschichte gehört oder gelesen, so wie ich sie hier erzählt habe, aber es gibt nicht eine nähere Information, was dort wirklich passiert sein soll oder was dort wirklich vor sich geht. Es ist immer wieder dieselbe Geschichte. Deshalb bin ich hier bei dieser Sache nun wirklich einmal der Meinung, dass das Ganze mit Tourismus in Verbindung zu sehen ist. Es gibt diese Sage der Gnome und Trolle und es gibt diese Figuren, die dort stehen. Ob nun wirklich niemand weiß, wie die da hinkommen, das wage ich zu bezweifeln, aber wer weiß, vielleicht hat dann irgendeine Künstlergruppe sich da über Nacht mal zu schaffen gemacht und diese Figuren aufgestellt. Offiziell weiß man nicht, wo sie herkommen. Aber wie gesagt, es gibt keine weiteren Informationen. Nichts, was irgendwie verbindlich wäre, dass man sagen könnte, hier ist mal ein Fall von jemand, der dort verschwunden ist. Da gibt es keine Ermittlungsakten oder sonst irgendwas. Es gibt noch nicht mal einen Bericht zu diesen Fällen. Gar nichts. Das Ganze
scheint also alles eine große Erzählung zu sein. Meine Meinung, die kann aber auch jeder anders sehen. Wenn ihr möchtet, schreibt das Ganze mal in die Kommentare. Ja, das war jetzt mal ein kurzes Video, das haben sich dann Mitglieder der Mythengemeinde gewünscht und ich hoffe, die sind jetzt nicht allzu sehr enttäuscht, dass ich zu diesem Schluss gekommen bin. Aber für mich stellt es sich nun einmal so dar. Aber wo wir gerade bei einem kurzen Video sind, heute ist der 25.01.2020. Das ist der Tag, an dem ich dieses Video hochlade. Und als Hinweis, in der nächsten Woche, da fangen wieder mal meine berühmten Los-Kurzfilm-Woches an, weil das Privatleben mich mit vielerlei Dingen einholt. Und um die muss ich mich dann auch noch kümmern. Und aus Zeitgründen ist es für mich dann wesentlich vorteilhafter, wenn ich dann eben kürzere Beiträge mache, vielleicht sogar einen mehr als normalerweise. Das geht, ja. Aber so lange Videos, da brauche ich dann auch entsprechend lange Zeit für und die habe ich eben nicht. Also, ihr wisst Bescheid, nächste Woche Los Kurzfilmwochus und wenn euch dieses Video hier als Information gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch, ihr Gnomenschlingel.